Sei mir nicht böse, aber ich bin im Moment nicht in Stimmung mit dem der hohen Stimme. Vater Ryoma Kind. Was? Ich glaube, uns fehlt eine Person. Wir könnten auch zu dritt spielen, aber... Nein. Hey, guter Herr, komm, spiel mit uns. Ich? Ja, wir wollen Vater, Mutter, Kind spielen. Oh nein. Tut mir leid, ich... Dieser Mann gerade die Kleine zum Wein gebracht? Flüster, flüster. Nein doch nicht, sonst war ich auch gleich. Typisch Erwachsener. Mann, ich hoffe, wenn ich groß bin, bin ich anders. Ja, wenn sie groß werden sie alle so. Es ist wirklich traurig. Oh nein, ich habe sie zum Wein gebracht und noch dazu verlieren sie den Glauben an die Erwachsenen. Jetzt heulen die alle, Alter. Kinder sind unsere Zukunft. Es ist unsere Pflicht als Erwachsene, sie dazu zu ermuntern, ihre Träume zu verfolgen. Das ist auch meine Verantwortung. Oh Gott, okay. Also lasst uns spielen. Oh, ich hasse diese Kackkinder. Ich würde die am liebsten in den Flussding da ertränken. Egal. Ich bin Anfänger, nur dass ihr es wisst. Seid bitte nachsichtig mit mir. Dann spielen wir, dass wir eine einfache Bauernfamilie sind. Es ist, er ist der Mann. Nett, dich kennenzulernen. Und du bist seine Frau. Nani. Was? Na gut. Ja, du bist seine Ehefrau. Ihr? Soll diese Rolle nicht an ein Mädchen gehen? Wie wär's mit ihr? Ich spiele den Samurai. Verstehe. Und ich bin die Tochter. Ich bin deine Mutter. Oh mein Gott. Dann lasst uns anfangen. Auf eure Plätze. Kein Fluchen, okay. Hey, du spielst die Mama, also musst du zu Hause am Herd stehen. Uff, ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. So, rede deine Mama nicht, gib dir Mühe. Hast du das verstanden? Naja, das ist halt früher da so überall so gewesen. Ne? Mama tut ihr Bestes für euch. Zumindest versuchst du es. Also dann fang an zu kochen. Das ist schwieriger als zu erwarten, aber ich habe schließlich zugesagt. Jetzt sie zu enttäuschen, bringe ich nicht übers Herz. Wir fangen damit an, dass die Mama Abendessen macht. Und los! Also soll ich jetzt kochen? Ich habe losgesagt! Alter! Wenn sie mal Mutter ist, ne? Und sie wird so behandelt. Schnippel, Schnippel. Ich hab Hunger, Mama. Das riecht gut, was kochst du? Hm? Genau das Essen, das hatte ich mir noch nicht überlegt. Sie schaut mich mit großen Augen an, was sage ich nur? Sukiyaki. Warte mal, das ist total unrealistisch. Wir sind doch eine arme Bauernfamilie. Wir haben kein Geld für Sukiyaki. Vielleicht habe ich etwas übertrieben. Bin zu Hause. Papa, willkommen zurück. Nene. Mama, Papa ist da. Willkommen zu Hause, Schatz. Nein. Nein. Es ist alles nicht richtig gerade. Ah. Also ich meine, könnte auch so laufen. Warum auch nicht? Aber du hattest sicher einen langen Tag. Das Essen ist fertig. Ich
bin nur verwirrt, weil die Kinder so halt die Rollen tauschen. Naja, dann lass uns essen. Gib mir noch einen Kuss, das wäre ein bisschen schwierig. Guten Appetit. Jam, jam. Schmatz, schmatz. Mampf, mampf. Was soll ich sagen? Die Stille ist drückend. Vielleicht sollte ich ein Gespräch mit meinem Ehemann anfangen. Gehst du mir fremd? Liebling, gehst du mir fremd? Was? Wie kommst du darauf? Was? Mama, wovon redest du? Das scheint ihnen gefallen zu haben. Nur weiter so. Versuch bloß nicht, dich daraus zu reden. Ich habe dich zusammen mit Tamukai-Sans Frau gesehen. Ich habe doch nur mit ihr gespielt. Du hast mit ihr gespielt? Wirklich? Du gibst es also zu? Was? Nein, du verstehst es jetzt falsch. Wenn ich jetzt meinen Abgang mache, bin ich erlöst. Los geht's. Ich verschwende meine Zeit nicht mit einem Fremdgänger. Es ist aus zwischen uns. Ich ziehe zurück in mein Elternhaus. Mama, überleg dir das doch bitte nochmal. Es tut mir leid, ich werde dich nie wieder betrügen. Vergib mir. Schau doch mal. Es tut Papa wirklich leid. Er wirkt richtig wie im echten Leben. Das sagt mein Papa auch mal zu meiner Mama, deswegen... Das sagt er immer zu meiner Mama. Das heißt, sein Vater betrügt die ganze Zeit seine Mutter. Und er sagt es immer wieder. Alter. Kein Wunder, dass sie so drauf sind. Ich werde Papa ordentlich zurechtweisen, ja? Also lasst uns alle glücklich zusammen wohnen. Na schön, so leicht lassen sie mich wohl nicht gehen. Was geht? Ich bin der Samurai und ich bin hier, um euer Abgaben einzufordern. Oh, willkommen, mein Herr. Komm schon, nur her damit. Wir haben heute viel Reis geerntet. Hier, nimm. Ist das etwa alles? Das reicht nur für den Fürsten, oder nicht? Wo ist mein Anteil? Was? Aber mehr kann ich nicht geben. Her damit, oder willst du, dass dein Kind stirbt? Hilfe, Papa. Das wird etwas zu realistisch. Bitte nicht, meine Tochter. Hier nimm allen Reis, den wir haben. Was passiert hier gerade? Warum nicht gleich so? Vergiss nicht, dass ich das Recht habe, euch jederzeit ohne Grund umzulegen. Euer Leben sind wertlos. Unser Reis ist weg. Gut, das war's dann auch schon alles. Da war schon alles. Bis dann. Die Geschichte wird mir langsam etwas zu wirklichkeitsgetreu. Aber das hier ist nur ein Spiel. Ich sollte den Samurai erledigen und die Geschichte zu einem glücklichen Ende führen. Hey, Samurai, warte. Was fällt dir ein, mich anzusprechen? Du bist doch bloß die Frau eines armen Bauern. Hast du ein Problem mit mir? Erstens solltest du Hausfrau niemals unterschätzen. Und zweitens, seit wann darf ein Samurai Abgaben einsammeln? Laut des Murauke-Systems werden Abgaben vom gesamten Dorf geleistet. Kein Gesetz besagt, dass du deine eigenen Abgaben einsammeln darfst. Wie bitte? Halt die Klappe! Klappe halten! Ich bring dich um, dich und deine ganze Familie! Lizenz zum Töten gilt nur für andere Samurai, die ihre Ehre unbeschreiblich stark beschmutzt haben. Andernfalls ist es nicht als ein Verbrechen. Dafür könnte dir dein Samurai-Status entzogen werden. Hast du das verstanden, Schätzchen? Gott, dann behalt doch euer blöden Reis, aber das wird noch ein Nachspiel haben. Ja. Oh nein, bin ich zu weit gegangen? Mama, du warst großartig. Ja, das war toll. Wir durften sogar unser Reis behalten. Dank dir verhungern wir dieses Jahr nicht. Ja, lass uns ganz viel Mochi kaufen und Oshogatsu feiern. Juhu, Mochi, Mochi. Oh mein Gott. Vater, Mutter, Kind hat mir noch nie so viel Spaß gemacht. Mir auch. Es war so spannend. Du warst spitze. Danke, dass du mit uns gespielt hast. Lass uns bald wieder spielen. Nein, bitte nicht. Ganz schön anstrengend, aber das liegt daran, dass ich Kinderspiele nicht gewohnt bin. Das ist das Mädchen, das den Samurai gespielt hat. Was hast du? Stimmt das, was du beim Spielen gesagt hast? Ist das alles wahr? Du meinst über die Abgaben und die Rechte von Samurai? Ich glaube, sie hat das nachgespielt, so wie sie es vielleicht von ihrer erlebt hat. Ich habe das Gefühl, sie hat das so nur kennengelernt. Ich glaube nicht, dass Samurai solche Dinge tun würden. Vielleicht könntest du das nächste Mal zur Abwechslung die Mutter spielen? Aber der Samurai, der zu uns nach Hause gekommen, der tut das. Er nimmt meine Mama und mein Papa immer ihre Sachen weg. Was? Ist das wahr? Dieser Samurai würde ich gerne persönlich begegnen. Wann kann ich ihn treffen? Ich glaube, er kommt bald wieder zu uns. Bring mich dorthin.
Was? Ist das etwa alles? Soll das ein Witz sein? Nächstes Mal habt ihr besser mehr Kohle für mich, kapiert? Macht halt Schulden. Es tut mir leid, mein Herr. Das war unser letztes Geld. Bitte lasst uns in Frieden. Boah, ich hasse das, ne? Du willst dich doch wohl nicht mit mir anlegen. Ich könnte dich und deine gesamte Familie umbringen, wenn mir danach wäre. Und du weißt, das kann ich. Bitte nicht. Dann tu, was ich dir sage. Oh, Stück Scheiße. Jetzt ruinieren, ja? Wer zur Hölle bist du? Oh, ich sehe schon. Die kleine Drecksgeora hat sicher um Hilfe gerufen. Du meinst also, das wäre angebrachtes Verhalten für einen Samurai? Halt die Schnauze, denk an meine Rechte als Samurai, kann ich dich gerne auch um die Ecke bringen. Oh mein Gott. Glaubst du wohl selber nicht, ey. In die Eier. Verdammt, bist du stark. Hey du, jawohl. Du hast sicher auch andere Familien erpresst, oder? Nein, nie. Falls mir zu Ohren kommt, dass du wieder ein Spielchen treibst, mache ich von meinem wahren Rechner als Samurai Gebrauch. Haben wir uns verstanden? Ja, das haben wir. Wir hätten ihn einfach die Hände abhacken sollen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Du hast unsere Familie gerettet. Ich hatte solche Angst, was passieren würde, falls ich mich ihm widersetze oder ihn anzeige. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Nun, ich denke, er hat seine Lektion gelernt. Falls er wiederkommt, kommst du dann wieder und hilfst uns? Natürlich. Was ein Glück. Wirklich, ich kann dir gar nicht genug danken. Vielleicht haben wir nun endlich unseren Frieden wieder. Vielleicht. Denken du und deine Freunde sich dann zur Abwechslung mal heitere Geschichten aus. Ja, ich mag Geschichten, die glücklich ausgehen. Geschichten? Wovon redet ihr? Psst, Papa weiß nichts davon. Was? Na gut. Hallo Mosi, hallo Animus. いらっしゃいませ。 Bei mir sind 30. Oh, guck mal, wer da ist. Er hat gewonnen. Ach stimmt, wir müssen ihn ja jetzt durchfüttern, ne? Damit er stark genug ist zum Kämpfen. So, guten Appetit. Jetzt fühle ich mich wieder lebendig. Dein Appetit beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Denkst du jetzt, dass du gewinnen kannst?
Ja, daran besteht kein Zweifel. Komm später wieder. Dann erzähle ich dir, wie es gelaufen ist. Und vielen Dank nochmal. Hallo, Scorchy. Wie der Wind. Schon bei Hesse trägst du auch nicht deine Uhr. Nee. Gerade nicht. Aber mein Handy ist eigentlich, muss das Signal weitergeben, aber mein Handy macht nur noch Probleme. Was wollt ihr denn alle von mir? Nein! Ich bin nicht da. Geht weg. Ernster alter Mann. Jetzt geht das schon wieder los. So eine Misere, wo finde ich nur den starken Krieger? Oh, da! Meinst du mich? In der Tat, verzeih mir diese Frage aus dem Nichts, aber bist du zufällig ein starker Krieger? Klar, wir sind Son Goku. Ein starker Krieger? Das ist eine schwierige Frage. Meine Erfahrung hat die wahre Stärke oft wenig mit Kampffertigkeiten zu tun. Ich fürchte, für derartige Überlegungen bleibt keine Zeit. Kann ich davon ausgehen, dass du mit dem Schwert an deiner Hüfte umzugehen weißt? Ja, wir sind der Stecher. Ja, das kann man sagen. Sehr gut. Ich stehe im Diensten der ehrwürdigen Familie Kuramitsu. Benötigen dringend einen Leibwächter. Leibwächter? Ganz recht, in dieser Sänfte befindet sich die Tochter der Familie Kuramitsu Sayoko. Sänftenschutz. Jetzt hat er die ganze Zeit da gewartet mit ihr, damit bis ein starker Krieger kommt. Es heißt Hayakase und entstammt einer Samurai-Familie. Seit er sich in unser Sayoko verliebt hat, lässt er nicht von ihr ab. Okay. Schief für die 10 Erdbeeren. Okay. Gato. Es ist Time für Sushi, ne? Unser Auftrag ist es, Sayoko zu einem geheimen Unterschlupf zu bringen, wo Hayakase sich nicht mehr belästigen kann. Das klingt nach einer weisen Entscheidung. Nur leider hat Hayakase von unserem Plan, Kyo zu verlassen, erfahren. Wissend, dass dies seine letzte Chance sein könnte, sie für sich zu gewinnen, schrieb er in einen Brief.
Michi, der lebt noch. Gleich nicht mehr. Ich werde den gleich zu Fisch verarbeiten. Also zu Sushi. Sayoko, du gehörst auf ewig mir. In Rakugai werde ich dich zu mir holen. So steht es geschrieben. Okay. Wir wissen um seine Taktiken, also erwarten wir auf unseren Weg von seinen Männern gleich mehrfach überfallen zu werden. Ich verstehe. Klingt nach einem sehr creepigen Dude. Ich bitte dich um Hilfe, Rakugai sicher zu passieren. Okay. Vielen Dank. Wertes Sayoko? Hast du einen Leibwächter finden können? Habe ich eine liebliche Stimme. Das habe ich. Er macht einen überaus starken Eindruck. Herr Leibwächter, darf ich nach euren Namen fragen? Ich heiße Saito. Saito-sama, bitte entschuldigt diese Umstände. Ich weiß eure Dienste zu schätzen. Keine Ursache. Nun denn, falls du bereit bist, kannst du in Position gehen. Wir müssen die Sänfte tragen und können uns nicht verteidigen. Also beschütze bitte auch uns. Alles klar. Ach du Scheiße. Nimmt die Sänfte zu viel Schaden? Oh, ich hasse solche Aufgaben. Ey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sind viel zu viele! Sowas, ne? Lauft schneller, verdammte Scheiße. Oh nein, was passiert jetzt? Habe ich es geschafft? Oh Gott. Eklige Mission, ich hasse sowas. Beschütze die Fracht, beschütze die Person und... Geschafft, wir haben Rakugai durchquert. Gerade so. Ich muss sagen, deine Schwertkünste waren beeindruckend. Ich muss, Allerdings hat sich Hayakaze selbst bislang nicht gezeigt, daher müssen wir noch vorsichtig warten, walten lassen. Oh nein. Sayoko? Oh, da kommt er, ne?
Das ist der Hayakasa. Sayoko, meine Geliebte, so schüchtern du auch sein magst. Es gibt keinen Grund für diese Farce. Oh, der ist richtig eklig, unangenehm, creepy. Party, bitte was. So schüchtern du, also sei ja doch, wenn du davon träumst, so mantig von mir erobert zu werden, werde ich dir deinen Wunsch erfüllen. Bitte lass mich in Frieden. Sie ist so verängstigt, dass sie kaum ein Wort herausbekommt. Du musst derjenige gewesen sein, der meine Männer geschlagen hat. Ich kann nicht zulassen, dass sich jemand zwischen mich und meine Braut stellt. Ist er mit ihm kaputt? Nee, der ist noch nicht vorgekommen. Sterben sollst du, dann kannst du meine Hochzeit mit Sayoko aus der Hölle beobachten. Was bist du denn für ein widerlicher Creep, Alter? Ekelhaft. Die will dich nicht, verpiss dich. Nein heißt nein, also verpiss dich in die Hölle, so. Was für eine Lusche. Wie konnte das nur geschehen? Sayoko, ich bin deiner nicht würdig, das stimmt. Du hast es geschafft, nun ist Sayoko in Sicherheit. Deine Belohnung, das ist das Mindeste, was du verdienst. Rote Perle halten. Werte Sayoko, wie kann ich dienen? Auch ich würde meinem Beschützer gerne meinen Dank zum Ausdruck bringen. Vergib mir, wertes Sayoko, doch ich kann nicht zulassen, dass ihr die Sänfte verlasst, solange Hayakasa noch zur Gefahr werden kann. Schon gut, ich kann deinen Dank auch von dort aus entgegennehmen. Ich bitte um Verzeihung, Saito-sama. Auf Wiedersehen und passt gut auf euch auf. So mysteriös gerade. Ich habe ihr Gesicht nicht zu sehen bekommen, aber sie muss eine echte Schönheit sein. Sänftenschutz. So, wer wird da vorne belästigt schon wieder? Irgendein Twist ist es bestimmt. Ja, ich glaube auch. Okay. Gefährliches Glücksspiel. ありがとうございます。俺もちょうど種銭が尽きたところでよ。その金倍にしてやるから貸してくれねえか。なんだてめえは。うん？その羽織は新選組か。キャ。新選組に用はねえ。うせろ。ない。なら、しょうがねえ。 後で後悔することになるぜ。新選組といっても、所詮は幕府の犬じゃねえか。調子に乗ってんじゃねえぞ。あ、ひりぶす。あかんで、はじめちゃん。一人占めは。わしも混ぜてくれ。あ、にし、おき。あ、誰だ。お、ない。 Oh nein, da kommt der Psycho. Das war's für die. Yep, das war's für die. Rennt oder sterbt. Spitzenmännern, er akzeptiert uns als Spitzenmann. Cool. Ach guck mal, jetzt hat er nicht mehr so eine große Fresse, ne? Duschen, Alter. Heimat, ihr! Mutter Pünde, Grasse!
あの、ありがとうございました。鳥羽に通うなら、ああいう輩には気をつけた方がいい。それじゃあな、幸運を祈ってるぜ。でってでてって。うわあ、かっこいい。 Ah, das war super. Gerade bereue ich die Clips aus, so. Aber ja. Außer Chloe nimmt es gerade heimlich mit auf. okay, Chloe. Musst jetzt so die Clips machen. Ich hab die jetzt Auswahl wegen, Sonntag sind ja wieder, PKs und so. Sonst vergesse ich das dann auszumachen und so, weil man soll es ja nicht VOD gespeichert haben und so. Clips. Das ist vielleicht ein fauler Sack, ja. Man sieht sich, tschö. Wer ist das jetzt? Bist du Genosuke? Ich hab ein Paket für dich. Auf, Bursche. Lass mich in Ruhe. Das ist mit dem Hund, ihr blöden Hustensäfte, Alter. Komm schon, heul lauter, du Alter, ich fick euer Leben. Nein, ich lese das nicht. Ich lese das nicht. Das macht mich wütend. Ich würde solche Menschen totschlagen, ey, wirklich. Nein, 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 ich lese das nicht. Ich will das nicht hören, was sie für Scheiße labern. Dreckigen Tierkiller, Alter. Ich hätte die alles abgehackt, mir scheißegal. Einfach Beine und Arme abhacken. Sollen sie kriechen auf dem Boden. Er hat schreckliche Angst, ich kann ihn nicht so hier zurücklassen. Du kommst jetzt mit zu mir nach Hause. Du kannst in mein Haus bleiben, dort wird dir niemand wehtun. Was hältst du davon? Sehr gut, du kommst jetzt mit zu mir. Wir nennen ihn Glückspilz.